Wir haben heute Sonntag, den 26. Mai. Wir haben in Braunlage übernachtet. Zwar, naja, besonders gut haben wir nicht geschlafen und recht früh sind wir auch munter geworden, weil da so komische Geräusche waren. Und jetzt haben wir es kurz vor um 9 und wollen jetzt hier mal zum Achtermann laufen. Wir sind jetzt hier beim Königskrug bei Braunlage und laufen jetzt mal zum Achtermann hoch. Ist ja kaputt. So, kann man ja auch nicht ändern jetzt. Die Hallische Hütte. Ist auch ein Ferienhaus, ne? Wie so aussieht hier. Stehen so viele Autos. Also groß sieht es gar nicht aus, als dass das Sinn machen würde. Oder sind dahinter noch andere Häuschen? Und das ist ein zentraler Parkplatz. Ja, und hier kommt man wieder runter dann. Der Milliardenweg! So sehen nicht aus. Da sind die alle in einer Reihe. Das waren 60, 70 Leute hintereinander, ne, von überall her. Ja, und da ist irgendwie so eine Schnur in der Mitte gespannt. Da kannst du dich einhakeln. Das war wirklich so ein schmaler Grat. Und da kannst du dann da hochgehen. Und weil ja nicht alle so das gleiche Tempo haben, hat es dann da einen Stau gegeben. Und da war auf diese Schneekante, da vorne ist er, so eine Belastung, der Achtermann. Aber es ist auch wirklich jetzt ein bisschen anstrengend, weil hier so schon relativ warm ist und der Sauerstoff hier halt nicht gerade besonders gut. Wir müssen uns ungefähr etwas über einen Kilometer. Sind sie mal da? Kurze Hose, ja, gut. Mit eklig sein. Hier muss man schön vorsichtig gehen jetzt. Du darfst mir nicht hinfallen. Nee. Das ist richtig. Ja, Rückzug ist immer dann nicht bequem. Ich denke mal, das trocknet auch jetzt schneller ab, als es früher war. Ach ja, guck mal, hier war Meckepäcke. Wie sagt er sonst immer? Ja, kein Schlamm. War gerade kein Schlamm. Ah, die hat sicherlich gewusst, dass nachts
oder dass das dann angeht, der Krach. Weil sie sagte ja halt, es wird bestimmt, es ist keine lange Nacht. Und das war es auch nicht. Meinst du, das ist normal? Wahrscheinlich. Das heißt, fix dann so ein ja. Paus gibt es erst auf dem 8. Mann. Aber der ist ja auch gleich da. Ist nicht mehr weit. Also für Wandern ist es nichts. Nee, kein Wanderwetter. Aber wir haben jetzt die Höhe erreicht. Gleich. Wetter. Sind nur noch auf dem Felsen. Und der Felsen ist, das ist nicht anstrengend jetzt. Hier mache ich mal ein Foto von dir. Das ist jemand da. Ja. Ach Mann. Ach Mann. Ist doch zum Kotzen, ey. Das finde ich nicht schön. Na, das hat sich hier komplett verändert, wo hier überall mal noch schöner Schatten hier oben war. Allerdings, wie gesagt, war es dadurch ja auch noch schlammiger, ne? Und das hast du jetzt hier nicht mehr so schlimm, weil das war wirklich alles Moor, da musstest du wirklich extrem ausbalancieren. Und das ist jetzt nicht mehr so krass. Aber man hat eben auch keinen Schatten. Da ist er doch. Oder war das in so einem Picknickplatz? Ich weiß es jetzt nicht, aber auf jeden Fall hatten wir damals kein Glück, weil wir wollten da Kaffee trinken und da war schon besetzt. Ja, das ist die Hütte. Und die siehst du, musst dir mal bei Google Maps angucken. Die ist komplett im Wald verschwunden. Die siehst du nur mit Mühe. Willst du mal ein Foto davon? Eine Stelle nämlich, wo wir mit den Hunden hoch sind. Da kam von unten welche, von hinten drängelten sie. Unsere Hunde zogen wie blöde. Wo ich so gar keinen Bock hatte. Ich habe erst gesagt, ich gehe nicht mit hoch. Und bin dann aber doch, weil ich ja dann auch mit hoch wollte, aber das war so scheiße. Ach, ich habe keine Lust mehr. Okay, ist zu weit, ne? Ja. Bis hierher ist hier alles los. Aber jetzt wird's unangenehm. Ja, das muss man ja sich nicht antun hier. Gleich haben wir es. Ja, die Luft ist wirklich bärstig. So schwül. Ja, den Wurmberg sieht man aber trotzdem, weil wir haben ja gestern auch vom Wurmberg aus den Dings gesehen. Richtig. Hübsche Steigung, ne? Nicht zu verachten. Und das? Ach, der Odersee, wo man drum rumlaufen kann. Bestimmt. Ja, ich glaube ja. Ja, stand doch Oderbrück. Stand ja voll nach Oderbrück dran. Aber wieso sehen wir? Was ist das? Das ist das Tor. Da ist der Turm. Da ist der Turm. Da ist er. Ja. Ich kann nicht mehr. Alter Schwede. Du kannst auch gleich hier links hochgehen, da ärger mal das Hundchen. Jo.
Stimmt, ja. Muss ich auch von einer anderen Position ein Foto machen. Da ist der Weg, den wir hochgekommen sind. Da hinten haben wir den Dings. Man kann aber den Teich wahrscheinlich auch nicht sehen. Nee, aber der ist ja auf der Seite. Rechts hinter dem Bullen. Das ist der Teich. So. Gut, dann haben wir hier drüben den Brocken und Totholz ohne Ende. Nee, guten Tag. Und was? Nö, das ist nicht. Das ist so abhanden gekommen. Das ist wirklich sehr, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber. Die Menschheit ist ja so blöd. Das ist richtig. Also, was definitiv erwiesen ist, ist bei Diabetes Typ 2, das ist ja jetzt nicht genetisch bedingt, das ist ja. Aber da kannst du allein schon durch viel Bewegung und Abspecken. Die Pharmaindustrie verdient natürlich sich dumm und dämlich an, weil fast jeder kriegt im Alter Diabetes. Aber du kannst das, wie gesagt, tatsächlich. Weil ich meine, Typ 1 kannst du nicht, das ist immer medikamentenpflichtig, aber nicht Typ 2. Das stimmt. Dann haben die aber lange gebraucht, du bist ja her. Haben sich vorbereitet. Ja, für hier hoch. Für normal, ich meine, wenn du querfeld einläufst. Ist schon richtig, ne? Das war aber ausgerüstet mit Rucksack in der Richtig. Dran. Und der Alte lief im Gehstock daneben her. Ja, so, wir befinden uns jetzt sein. Hier in Sorge, in den Johanniter-Heilstätten. Das ist ein Lost Place. Man soll hier nicht drauf gehen. Aber ich würde schon gerne mal dieses Gelände angucken. So, wir haben uns jetzt hier jetzt sind wir hier durchgekommen. Wir müssen uns das angucken, das sieht voll geil aus. Oh, mit dir kann man aber nichts anfangen. Das ist ein Riesengelände hier. Na, dann bleib da, da gehe ich alleine. Das war mal eine Lungenheilstätte, irgendwann in den 60ern, also bis in die 60er.
Dann versteck dich. Also wir waren jetzt dort und wir waren noch auf dem Gelände, wie gesagt. Aber dann kam jemand an, der behauptete, das ist Privatgrundstück und er würde da Führung machen und man könnte ihn anrufen, war aber keine Telefonnummer. Ja, und es sollte mal wieder gehen. Leider habe ich nur ein einziges Gebäude kurz gesehen. Die anderen war wirklich noch, ist ein großes Gelände. Aber naja, man kommt da nicht ungesehen drauf. Und wenn man das angucken will, dann muss man 5 € bezahlen pro. Wir sind jetzt immer noch in Sorge und sind mal an diesem Picknickplatz, wo wir früher öfter waren, als wir mit dem Fahrrad gefahren sind. Und hat sich ja auch alles sehr verändert. Jetzt haben wir hier schön Mittag gegessen, essen schön Mittag. Haben schon mal die Wurst verkostet, ob es in Ordnung ist. Und danach werden wir nach Sophienhof fahren, zu Ziegenalm. So, wir haben eben so eine Bahn gehört und wir hoffen, dass die jetzt hier auch wirklich kommt. Ach, Mami hat hier einen Sekt getrunken, mir geht es immer gar nicht so gut. Aber meiner ist noch nicht leer. Ich schieß mich jetzt hier voll ab. Da kannst du sehen, wie du mich nach Sophienhof bringst. Also jetzt warten wir aber definitiv erst noch auf die Bahn. Wie Feuerwerk und sowas, wo ich auch filmen will, dann so Probleme habe. Ja, nun komm auch. Ja, wenn er dann nochmal anhält, weiß ich ja nicht. Fährt über die Straße drüber, dann hält er an. Aber das klang jetzt schon sehr, sehr nah, ne? Ja, das ist wieder gleich. Das ist ein Bike, also das ist in der Motorhaube. Das ist für die alte Männer, ne? Ja klar, die Jungen können sich das nicht leisten. Weil ein Auto hat ja auch jeder, ne, heutzutage. Und das hast du ja denn extra. Und wenn du alles hast, was dazugehört, samt Kleidung und sowas. Feini. Funny, feini. War nicht sehr wohl gesetzt, ne? Bei den Preisen, wer will das bezahlen? Tschüssi. Fein.
Es wird schon so sein, dass hier die Stallungen sind. Ja, guck, das sind doch die Ziegen da oben. Die hast du vorhin noch gesehen. Ah, die waren doch gestern waren die nicht da. Ja, vom Nutzgrad, da sind wir einmal hochgelaufen. Ich weiß gar nicht, was von ein paar Instöten. Das habe ich ja mir einmal mitgemacht. Ja, wir müssen ja nicht zu spät bei ihr aufschlagen. Ne, ich meine, wir müssen nicht erst um 4 oder so da sein. Wenn wir noch Möglichkeit, ja, vielleicht, Eis. Ja, und probieren es, ob sie da ist. Genau. Ja, da haben wir. Aus. Ist die wahrscheinlich nicht weg, ist wo soll sie hin alleine? Keine Ahnung. Ist die wirklich komplett allein oder was? Ja. Hat sie sich nicht nochmal jemanden gesucht? Ja, das ist ja auf. Das heißt, da oben war. Da hatte ich mal, wo wir hier waren, wollte ich viele mal ein Andenken nehmen. Und da hatten die da so Klöckchen. Alter, muss mal gucken, was die da für Preise haben. Das ist so normal. Ich glaube, es ist früher als Souvenir an manchen Dingen. Ja, und die hatten es eben direkt davon, aber das sind alles Böcke. Oder? Weiß ich nicht, wie man die nennt. Die nimmt das Zeug noch dran. Das ist ein Schiffchen. Guck mal. Was ist das? Oskar? Oskar? Die sind so süß. Was sind das? Oh, die sind total niedlich. Ich will ein Wollschwein haben, Papa. Papa, du bist... Oh, wie könnte man sowas schlachten? Das ist so süß. Ich habe es gar nicht gefühlt, dass sie streichelt. Pfui. Hallo. Wollschweini. Darf ich dein Gesicht hier mal sehen?